Meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte eine Mascara mit euch testen, die ich schon vor einem Jahr knapp ausprobiert habe und von der ich mega begeistert war. Und insofern dachte ich mir, die können wir mal wieder rausholen, denn ich habe ein frisches Paket hier liegen. Das habe ich noch gar nicht aufgemacht, das habe ich noch nicht benutzt. Das ist noch völlig unangetastet und da dachte ich mir, das ist doch die richtige Gelegenheit, mal wieder dieses gute Stück herauszukramen und in einem Video mit euch zu testen. Ich habe damals schon ein Video drüber gemacht, aber dachte ich mir, muss jetzt wieder erneuert werden. Und wenn ihr Lust darauf habt, wenn ihr wissen wollt, um was für eine Mascara es sich hier handelt und wieso das solche mega langen Wimpern machen soll, die hier auf dem Bild abgebildet sind, dann bleibt gerne dran, abonniert meinen Kanal, da würde ich mich drüber freuen und let's go! Ja, diese Mascara hat früher ungefähr 12 Euro gekostet, als ich sie zum ersten Mal bestellt habe und die ging wirklich durch die Decke damals. Also alle Leute haben diese Mascara in die Kamera gehalten und gesagt, dass sie mega Wimpern machen sollen, aber waren da nicht so mit zufrieden zum Teil, weil sie natürlich auch Fliegenbeine verursachen kann. Bei mir war das damals nicht der Fall. Ich habe mir vor ein paar Tagen die Mühe gemacht und meine ganzen Highlights aus meinem Instagram-Account gelöscht und habe mir da ganz alte Videos angeguckt und habe gesehen, wie begeistert ich damals von der Mascara war und habe mich eigentlich gefragt, wieso ich das nicht habe weitergemacht. Inzwischen ist es mir eingefallen, warum, weil nämlich die Qualität nachgelassen hat. Man konnte die Mascara nur noch so gut 2-3 Wochen benutzen und dann trocknete sie nämlich aus und hat eben keine tollen Wimpern mehr gemacht. Das war der Grund, warum ich davon langsam Abstand genommen habe und mir Mascaras gekauft habe, die auch in Deutschland erhältlich sind. Denn schließlich muss man lange drauf warten und ob du das Ding ankommt oder nicht, das hatte ich nämlich auch schon einmal, dass es nicht angekommen ist. Dann habe ich hingeschrieben, kam dann aber sofort per Express eine neue Ware zu mir an. Das war kein Problem. Aber trotzdem ist es natürlich mühselig und außerdem weißt du auch nicht, was in diesem ganzen Zeug drin ist, ne? Also da wollen wir gar nicht von sprechen. Aber ich fand das damals toll, habe es oft benutzt und würde sie gerne noch einmal mit euch testen, zumal ich dieses völlig unangetastete Paket hier bei mir liegen habe. So sieht das gute Stück aus. Und es sind eben zwei Mascaras, beziehungsweise einmal die Mascara, einmal die Fibers hier. Und da ist es so, dass man erstmal dieses auftragen muss. Das ist eine schwarze Mascara, dann trägst du die Fibers auf, die Mascara, die Fibers, die Mascara immer so im Wechsel und genau das werden wir jetzt miteinander wieder machen. Ich habe sie jetzt ja seit Januar, Februar, glaube ich, nicht mehr benutzt und bin sehr gespannt. Natürlich ein neues Paket, ne? Noch nie aufgemacht und da bin ich jetzt echt gespannt, was da rauskommt. Also da, ich weiß noch, ich war echt begeistert und ich habe mir die Videos gestern angeguckt, sahen wirklich schön aus, die Wimpern. Ja, genau, das ist nämlich das Besondere daran, dass das so, ja, dass es solche Fäden zieht und mit diesen Fäden ist man halt in der Lage, diese mega langen Wimpern zu machen. Also es gab ja Fotos, wo die ganzen Wimpern so runterhingen, falls ihr euch erinnert, dann wisst ihr, was ich meine. Ich werde euch jetzt mal ranholen, das ist aber ein bisschen doof, weil ihr zu niedrig seid, wenn ich euch ranhole. Und dann kann man aber jetzt, glaube ich, ganz gut erkennen, was ich mache. Genau. Also ich werde diese erste Mascara einmal benutzen und werde anschließend die Fiber dazu geben. Die sind dann hier in so einem kleinen, Bürstchen enthalten. So, also fangen wir mal an. Ich habe hier unten meinen Spiegel. Und möchte aber schon auf diesem Abstand bleiben, weil sonst wird das unscharf und werde das jetzt auftragen. Ich erinnere mich daran, dass die Fiber durchaus mal in die Augen gehen können. Das sollte man vielleicht wissen. Ihr seht, das ist richtig wie so, dass es Fäden zieht, ne? Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Es sind lange Fäden, die sich hier um meine Wimpern wickeln, aber noch nicht unbedingt so einen Wumms ergeben gerade. Sie verlängern, aber nicht besonders viel. Klebt eher alles so ein bisschen. Und dann werde ich gleich die Fibers da drüber geben. So habe ich es jedenfalls damals gemacht. Ich habe nicht erst gewartet, sondern ich habe sie gleich drauf gemacht. Und so soll man das, glaube ich, auch machen. Dann soll man aber, glaube ich, ein bisschen warten, bis die Fiber sich in
mit der Mascara verbunden haben. Ihr seht, ne, es zieht Fäden wie Spaghetti. Seht ihr, es zieht Fäden wie Spaghetti. So, jetzt mache ich die Falber drauf. Und da muss man auch aufpassen, dass man sie nicht in die Augen bekommt. So erinnere ich mich. Ja. Ihr seht, dass sich das alles jetzt verklebt mit meinen... mit meiner Mascara. Sieht man vielleicht ganz gut. So. Und dann würde ich auch gleich weiterarbeiten wollen. Ich lasse es einen kleinen Moment antrocknen und gehe dann schon mal weiter. Ja, das ist halt das Typische dran, ne? Deswegen hängt dir dann nachher der ganze Kram dann so in den Augen und in den Wimpern. Auf den Bildern, die sie zeigen in der Werbung. Das ist aber, der Hype ist aber vorbei. Also diese Mascara sieht man überhaupt nicht mehr. Weder auf YouTube noch auf Insta. Jetzt habe ich geklickert. So. Ich versuche jetzt natürlich das Maximum herauszuholen. Und finde, dass die Mascara sehr trocken ist. Ich habe sie feuchter in Erinnerung. Ich hoffe, dass da nichts, dass sie überhaupt noch wirkt. Aber ich sehe auch, dass sie die Wimpern verlängern. Ne? Sie verlängern sich. Ich bin schon lange oben an mein Schlupflied angekommen. Geht jetzt weiter. Ich mache das so oft, bis ich zufrieden bin mit der Länge. Aua! Scheiße! Jetzt habe ich es im Auge, Leute. Ja, ich habe es im Auge. Ich brauche ein Wattestäbchen. Moment. Ich habe es im Auge, wie ihr seht, den Faden. Einen Moment, ich muss mir ein Wattestäbchen holen. Hier ist es im Auge. So. Habe ich wieder raus, aber jetzt ist... die Tränenflüssigkeit schwarz. Ja, das ist, was ich meine, ne? Das passiert, weil diese Fäden sehr stark sind. So, ich glaube aber, ich habe jetzt alles raus. Ja, was tut man nicht alles, ne? Und weiter geht's. Ich mache die Fäden wieder dran. Die Fiber. Und ich habe deutliche Fliegenbeine jetzt und gehe wieder mit der Mascara rein. Versuche vorsichtiger zu arbeiten, krieg aber nicht mehr Länge hin. Ich hatte das länger in Erinnerung. Ich werde das jetzt mal so machen, dass ich es trocknen lasse einfach mal. Ein bisschen und dann weiter male. Ein bisschen mal von unten und nach oben. So, jetzt habe ich deutliche, deutliche Spuren auf den Wimpern. Wenn ihr im Vergleich dazu das andere Auge seht, ist das natürlich schon eine ganze Menge, ne? Ich lasse das jetzt aber ein bisschen antrocknen. Und werde dann weitermachen. So. Aha, fällt mir schwer, weiter an Länge zu gewinnen. Ist eher so, dass die Fiber sich verabschieden in die Mascara, die ich da drauf geklebt habe. Aber es verklumpt trotzdem nicht, ne? Trotzdem ich da so viel Zeug drauf geschmiert habe jetzt, verklumpt es nicht. Aber es ist mir nicht möglich, länger zu werden, leider. Und schon gar nicht so wie in der Reklame gezeigt. Das war damals auch nicht, aber ich hatte trotzdem immer eine schöne Länge erreicht.
nicht sicher, ob ich das gut finde inzwischen, ob ich da jetzt nicht Mascaras habe oder Mascaren habe, die genauso gut sind, die aber in Deutschland erhältlich sind. Ja, ich glaube, das ist das, was ich erreichen konnte. Und das ist nicht besonders viel im Vergleich zu denen, die ich bisher auch hier schon habe. So sieht es aus. Ich bin natürlich dran oben. Klar, es ist eine schöne Länge, aber das erreiche ich auch mit den Mascaras, die ich in Deutschland habe. Ne? Kein Unterschied. Schade. Hatte gehofft, dass ich da mehr hinbekomme. Wenn ich dieses klebrige Zeug da drauf mache, bekomme ich ein bisschen mehr Länge. Aber nicht viel, ne? Das war's. Ich kann nachher nochmal nachtuschen, wenn wir das andere Auge fertig haben und das ein bisschen getrocknet ist. Jetzt würde ich aber gerne zum anderen Auge gehen und habe wirklich das Gefühl, dass die Mascara eingetrocknet ist. Das war auch der Grund, warum ich sie damals dann nicht mehr benutzt habe, ne? Weil das natürlich nicht besser wird im Laufe der Zeit. Ich meine auch, dass sie viel flüssiger war früher. So, ich schmiere mir jetzt alles wieder hier drauf. Sie ist im Übrigen nicht wasserfest, lässt sich auch ganz gut lösen abends. So, jetzt würde ich gerne die Fibers auch hier drauf machen. Andere Seite, ne? Die Fiber. Shit, schon wieder was im Auge. Ach, geht noch. Antrocknen lassen. Mal gucken, was ich da im Auge habe. So. Ich würde sagen, ich werde jetzt hier mal ein paar Schichten draufhauen und dann sehen wir uns anschließend wieder. Was meint ihr? Oder wollt ihr weiter zugucken? Lasst euch mal an. Inzwischen, wie gesagt, kostet das Zeug nur noch 3 Euro. Ich hatte damals 12 oder so bezahlt. Wenn ich den Shop noch finde, werde ich ihn verlinken, bei dem ich damals bestellt habe. Ansonsten natürlich eine Alternative. Verklumpt aber nicht so stark, ne? Also es gibt Mascaras, keine Ahnung, die viel stärker verklumpen, wenn sie mit so viel Länge und so viel Fiber arbeiten. Aber ich fürchte, dass man die Mascara nicht lange benutzen kann, die ist viel zu trocken. So. Früher bin ich dann immer noch mit einer anderen Mascara noch drüber gegangen und konnte dann noch mehr Länge erreichen. Ich meine auch mit einer Mascara aus China. Die habe ich hier eigentlich auch noch vorrätig. Guck gleich mal. Dann mache ich die nämlich da drüber und da könnte ich dann ja noch mal ein Video zu machen zu der anderen Mascara. So,
gehe ich nochmal auf die andere Seite. Ja, wenn ich das klebrige Zeug da vorne dran schmiere, dann wird es noch ein bisschen länger, aber doll ist das nicht, ne? So. Ne, mehr Länge gibt es auch hier nicht. Das soll es dann auch hier gewesen sein. Das schmiert mir viel zu sehr jetzt hier. Shit. So. Ja, das soll es gewesen sein. Mehr mache ich nicht, sonst schmiert mir das zu doll ein. Mehr Länge haben wir leider nicht erreicht. Ich drehe euch nochmal zurück. Das ist das Ende. Und ich gucke mal, ob ich nicht noch diese andere Mascara hier auch noch liegen habe. Moment. Ist die das nicht gewesen, Leute? Ich glaube, das war diese. Hier kann es sein. Lass mich mal mit Brille gucken. Dann machen wir die nämlich gleich nochmal drüber. Eyelash, ja. Heavy Full Figur. Das war auch nochmal so ein Wundergedöns, was die da auf Instagram angepriesen haben. Das war auch so eine Mascara, die richtig mega toll Volumen geben sollte. Das heißt Mascara Lashes Eyelash Extension DDK und das heißt jetzt hier Heavy Full irgendwas. Ja. Ich versuche euch beides zu verlinken. Das ist auch noch unangerührt. Die habe ich nämlich immer drüber gemacht, damals. Und würde jetzt gerne mal versuchen, ob ich da noch mehr mit hinbekomme. Ich schiebe euch wieder ran. Die sollte auch so mega lange Wimpern machen. Ja, aber die ist noch schön frisch, also richtig saftig noch. Und mal gucken. Ich bekomme Schwärze mehr. Verklebt mir hier aber alles. Statt dass es mir noch mehr Länge gibt. Hä? Hat es verklebt, Mann. Die probiere ich dann das nächste Mal mit euch aus, alleine. Okay. Hier konnte ich Länge gewinnen bisher. Ja, hier habe ich ein bisschen Länge gewonnen. Hier auch, aber. Hat aber hier leider auch verklebt. So, ist ein bisschen ausgebürstet. Ja. Ja, die versuchen wir dann nächstes Mal alleine. Ihr seht, wie doll ich oben dran bin. Und mehr kriegen wir jetzt aber auch, glaube ich, nicht hin. Schön abgestempelt oben. Die zieht keine Fäden. Ich weiß nicht, wie die Länge produziert. Die hat auch keine Fiber enthalten. Aber ich kriege noch Länge. Seht ihr? Ich bin noch ein ganzes Stück länger gegangen. Auf beiden Seiten. Auch in den Innen, hier auch im Innen bin ich weitergegangen. Bin ich weitergekommen. Hier nicht so sehr. Da sind ja auch wenig Haare leider. Oder Wimpern. Fragt man sich nur, ob man das dann schön findet, ne? Wie das dann so aussieht. Ja, aber wer es mal versuchen will. Ich werde versuchen, beide Mascaras zu verlinken. Mehr möchte ich jetzt nicht machen. Ich werde mich mal sauber wischen jetzt hier. Das war immer ein bisschen schwierig.
Shit. Moment, ich brauche ein neues Wattestäbchen. Und versuche das mal wegzuwischen. Ich meine ganzen Lidschatten jetzt hier kaputt gemacht. So. Das ist das Endergebnis und ich fahre euch zurück. Mein Fazit ist bescheiden, zumindest was diese eine Mascara betrifft, die wir am Anfang benutzt haben. Muss ich mal wieder richtig hinstellen. So, da muss ich zu sagen, dass die können wir uns gut sparen. Ne? Es sei denn, die Fiber, die kann man vielleicht noch benutzen. Und die Mascara fand ich jetzt tatsächlich ganz gut. Die probieren wir aber noch mal alleine aus. Mal sehen, ob wir da noch ein bisschen mehr an Länge gewinnen können. Ansonsten war's das, würde ich sagen. Das ist alles, was wir erreicht haben. Ich bin auf keinen Fall bis nach oben gekommen. Oder es hing mir auch nichts hier runter, leider. Insofern war da nicht viel zu erreichen, aber trotzdem schon eine gewisse Länge. Ne? Ich werde mal mit der Mascara, wo habe ich die denn jetzt, nochmal meine unteren Wimpern schminken. Mit dieser hier. Gucken wir. Ja, da hast du aber auch Länge dann, ne? Da habe ich auch Länge jetzt. Aber soweit ich mich erinnere, seht ihr, wie weit ich da Länge kriege an den unteren Wimpern. Soweit ich mich erinnere, ist es nämlich auch so, dass die Fiber sich hiermit festsetzen, weil du da ja immer mit rumschmierst und dass das dann später auch alleine genügt. Da braucht man dann die Fiber gar nicht mehr mit dran machen. Ja, das war's auf jeden Fall. Müsst ihr selber entscheiden, wie ihr die findet. Ich werde sie auf jeden Fall jetzt in den nächsten Tagen mal weiter mit testen. Ein bisschen ändert sich immer noch meine Sichtung, meine Sichtweise an den Produkten, wenn ich sie mehrere Tage benutze. Aber das fand ich schon mal richtig gut. Und wir werden sehen, wie ich das weiter empfinde. Ich gebe euch natürlich wieder ein Review, entweder in den Vlogs oder später, wenn es aufgebraucht ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat. Und macht's gut. Tschüss.